Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns auf unserem Hundekanal Lunisia. Heute gibt es ein Adventskalender-Video, beziehungsweise wir machen einen Adventskalender selber. Ihr könnt natürlich, ich habe jetzt hier schon einen fertigen Adventskalender und die gibt es auch schon echt ganz, ganz günstig, aber ihr könnt doch einfach so jetzt zum Beispiel wie dieses Ding oder so nehmen und einpacken oder wenn ihr so Leckerlis habt, wie zum Beispiel diese hier oder so, dann könnt ihr die auch einfach in so kleine Tütchen machen, also so kleine Serviettentütchen. Also ich denke, das kennt jeder. Ich meine zum Beispiel so und dann sind da so Leckerlis drin und dann könnt ihr hier oben so ein Band dran machen und es zum Beispiel an den Stock aufhängen, habt ihr auch einen selbstgemachten Adventskalender. Aber um ganz selbstgemachte Adventskalender soll es heute nicht gehen und um die Vorteile zu sagen, die es nochmal bei einem selbstgemachten Adventskalender gibt zu haben, sage ich euch jetzt mal ganz kurz. Ihr wisst zwar, was euer Hund bekommt, aber euer Hund weiß es nicht und das ist ja eigentlich das Spannende. Außerdem könnt ihr bei gekauften Adventskalender eh hinten drauf gucken. Außerdem wisst ihr, was im Adventskalender drin ist. Das heißt, euer Hund bekommt keinen Schrott und ihr wisst genau, was da drin ist, dass euer Hund keine Allergien bekommt und könnt ihn einfach selber nach eurer Lust und Laune zusammenstellen. Und ich würde sagen, wie man das heute macht, zeige ich euch jetzt. Wir haben hier jetzt, wie gesagt, so einen fertigen. Und da haben wir jetzt einfach die erste Reihe, haben wir bei der 1 so Hasenohren. Hier sind Rinderdärme, oder? Die da, das sind Schweinedärme, Welpen. Und hier ist eine Rinderkopfhaut. Und ja, jetzt befüllen wir das alles mal. Und ich habe dafür hier die ganzen, das ist einmal Rinderlunge, das sind alles so Knabbersachen. Dann diese Schweinedinger da. Und die mache ich jetzt auf, Naturpur Hirschfleisch. Dann, das sind so Hühnchensticks und das sind auch so Hühnchen mit Haut. Und das sind Pferdefilets. Davon nehmen wir auch mal eins. Und hier sind noch ganz normale Leckerlis, also hier zum Beispiel so Rinderlunge oder so. Könnt ihr dann auch einfach reinmachen. Und das kommt in die 6. Adventskalender jetzt aus. Ein Kurzdurchlauf Rinderkopfhaut, so ein kleiner Knochen von Aldi, da sind ein paar drin. Hier sind Leckerlis. Das ist, glaube ich, irgend so eine, das ist die Pferdehaut, Rinderlunge, das ist so ein Beef von Trixie, Hasenohren, Rinderlunge, nochmal solche Knochen da, dann so ein komisches Hühnchending. Noch mehr Hühnchendinger, hier so ein paar. Und da so Knochen, so Steinleckerlis. So, und das ist die 24, das ist ein Halsband, das habe ich selber gemacht. Da habe ich Luna drauf gestickt und ja, mit dieser Bandage heißt es, glaube ich, so Eulen und so. Innen drin ist so Leder, das ist auch echt Leder und ja, genau. Das ist so ein Halsband, das kommt in die 24 und dann habe ich noch selber so einen Anhänger gemacht. So sieht er aus. Da steht Luna und auf der anderen Seite die Nummer. Genau, da sind sogar noch so Sternchen und so. Das ist übrigens Fimo. Ich habe mir überlegt, dazu ein Video zu machen, aber ich wusste auch nicht, ob das funktioniert. Und ja, es war so ganz spontan. Aber vielleicht kommt dazu auch noch ein Video. Das
ist auch echt dünn und ja, es klimpert auch nicht. Also das hat echt einige Vorteile. Genau, und ja, das Halsband kommt jetzt in die 24 rein. Wir haben auch am Nikolaus haben wir ein bisschen was Größeres. Also da haben wir halt einfach nur die leckere Rinderkopfhaut, genau. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr macht auch einen Adventskalender selber für euch und eigentlich eher für euren Hund. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert uns auch. Bald sind wir auch schon 1000 Abonnenten. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Video.